Willkommen zu einem neuen Video, dem Monatsvlog Juni mit frischer Urlaubsbräune. Wir waren nämlich auf Ibiza und das habt ihr wahrscheinlich am Anfang des Videos gesehen, wenn ich denn halbwegs was gefilmt hatte. Ich weiß noch nicht ganz genau, weil ich es noch nicht geschnitten habe. Aber ja, wir waren auf Ibiza und haben da den Geburtstag von einem Freund gefeiert. Und ja, da aber auch sehr viele andere Gäste waren, ja, war es so schwierig, die Waage zu halten zwischen was filme ich und ja, wen kann ich zeigen, was kann ich zeigen. Und irgendwie wollte ich auch die Zeit selber einfach genießen. Das ist halt immer so das Ding, da so die Balance zu finden. Und ja, es tat auf jeden Fall super gut, so ein bisschen Urlaub zu machen, Sonne zu tanken und einfach so im Meer zu schwimmen und so weiter. Das war super, super schön. Würde ich am liebsten direkt wieder hin. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen was gefilmt, aber wenn es nicht ganz rund geworden ist, dann wisst ihr warum. Und ja, wie dem auch sei. Ich habe im letzten Monat, ich glaube, das war im letzten Monat, oder? Da habe ich doch von meinem Serientipp erzählt, Praxis mit Mehrblick. Und ich wollte nur kurz sagen, dass ich mich super gefreut habe über all die Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt, dass ihr auch die Serie angefangen habt und die euch auch gefallen hat. So einfach so ein bisschen zum Abschalten und so. Fand ich super cool, hat mich sehr gefreut. Aber am geilsten fand ich die mir geschrieben hat, dass sie gerade erst auf Rügen war, um neue Folgen für Praxis zu drehen, weil sie bei der Produktion arbeitet. Oh ja, das fand ich super, super witzig, einfach dieser Zufall. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall nur mal kurz erwähnen. Und dann geht's auch weiter mit dem Vlog. Also viel Spaß mit dem Monatsvlog Juni. Ich habe hier ein kleines Souvenir aus Ibiza. So ein geflochtener Pferde- oder Eselskopf fand ich einfach so süß. Und ich dachte mir, das passt irgendwie ganz gut hier in die Küche rein. Vielleicht hier so an die Wand, dass da dann irgendwie ein bisschen was ist. So, hier habe ich auch immer so einen Obstkorb stehen mit keinem Obst momentan. Und ja, finde ich das ganz cool. Mein Outfit of the Day besteht einmal aus diesem langen Kleid von COS mit diesen schönen Kontrastnähten hier oben. Und dann trage ich darunter meine Seidenhose von Arket ist sie. Und dazu die Birkenstock Sander Sandalen. Und ja, irgendwie fand ich das Layering so ein bisschen, macht das Ganze so ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger. Und dazu trage ich meine Celine Big Bag in dieser Cremefarbe. Und ja, das ist mein Outfit für heute. So, ich habe jetzt zwei neue Stühle hier in der Küche. Da waren ja vorher diese schwarzen Stühle drin. Die haben mir aber schon länger nicht gefallen, weil mir der Look irgendwie nicht so hundertprozentig zugesagt hat. Irgendwie war mir das so ein bisschen zu modern. Und da habe ich die durch diese französischen Vintage-Stühle ausgetauscht. Die habe ich von einem Vintage-Store in Hamburg gekauft. Und die gefallen mir so viel besser. Das hat halt einfach so insgesamt eine gemütlichere Atmosphäre, passt besser hier rein. Ich gehe mal kurz zurück.
Ja, so gefällt mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und auch, dass das Holz so ein bisschen rötlicher ist, finde ich auch nicht schlimm. Es hat halt irgendwie auch nochmal ein bisschen einen Charakter. Und ja, die sind auch ein bisschen bequemer von der Unterlage her, also weil die Sitzfläche ein bisschen weicher ist. Und ja, so viel dazu. Und dann habe ich noch diesen Stuhl hier gekauft vom gleichen Shop. Leider hatten die nur noch einen davon, aber ich dachte mir, so als Einzelner ist der auch irgendwie ganz cool. Ihr werdet in dem Vlog, glaube ich, noch ganz viele Stuhl-Stories sehen. Das ist nur der Anfang sozusagen. Na, jedenfalls fand ich den super schön und der macht sich irgendwie ganz gut so als Extra-Stuhl. Ich finde den auch schön, wie er einfach so irgendwie an der Wand aussieht. Vielleicht räume ich das halt auch mal ein bisschen frei da in der Ecke. Und ich bin generell nicht ganz so sicher, ob ich das hier so super finde, hier im Esszimmer, die Stellen, ob ich das noch irgendwie umändere irgendwann. Und ja, dann ist auch irgendwie ein bisschen, hat der Stuhl vielleicht nochmal einen richtigen Platz, mal sehen. Oder der kommt halt richtig an den Esstisch ran, mal schauen. Ja, den finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde es cool, dass er so ein bisschen used ist und der ist so ein bisschen breiter. Also da kann man sich so richtig draufläzen. Ja, verlinke ich euch sowieso in der Infobox immer, ne? Ich finde ihn super, super schön. Wow. Diese Säulen einfach so schön. Und sowieso diese Maserung. Wow. Ich liebe es. Johannes findet ihn auch super cool. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Das Einzige ist jetzt nur noch, dass wir wahrscheinlich die Stühle irgendwie austauschen. Also ihr habt schon gesehen, es sind jetzt nicht mehr die Freischwinger da, die habe ich verkauft, weil die habe ich schon lange nicht mehr so richtig gefühlt. Aber hier jetzt, wenn die Wishbone Chairs an dem Tisch dran sind, sieht der Tisch super klein aus, obwohl der Tisch ein bisschen größer ist als der alte Tisch. Krass, oder? Also durch die Rundung verliert er halt nochmal so ein bisschen an Masse und einfach weil die Wishbone Chairs super breit sind. Sieht halt aus wie so ein krasser Schreibtisch irgendwie, vor allem wenn der Stuhl da so in der Mitte ist. Ja, ich glaube, die Stühle mache ich dann irgendwie woanders hin. Die finden woanders einen Platz. Und dann besorgen wir uns hier für den Esstisch nochmal neue Stühle. Oh, also das Stuhlthema, wie gesagt, ne, ist hier jetzt ganz präsent. Ich finde, bei Stühlen kann man halt auch echt nochmal so in ganz andere Richtung gehen. Also die davor waren mit den Freischwingern ja so ein bisschen moderner. Ich könnte überlegen, ob ich mehr so in diese Richtung gehe mit so alles gleichen Stühlen oder irgendwie so Vollholz oder so. Da muss ich halt einfach echt mal ein bisschen gucken, was wir da so für Optionen haben. Ich habe jetzt momentan auch irgendwie nicht so Lust, für irgendwie 4 oder 6 Stühle jeweils 500 € auszugeben. Weil so manche Vintage-Stühle, die ich cool finde, kosten halt so echt so um den Dreh. Aber da schaue ich mal, ob ich da irgendwie so einen anderen Kompromiss finde. Irgendwie so einen Mittelweg oder so. Aber ja, wie auch immer, da befassen wir uns später mit. Das mag jetzt mit diesen Stühlen dran auch gar nicht so aussehen, aber da würden auf jeden Fall 10 Leute am Tisch Platz haben. Also wenn man jetzt hier so 3 nebeneinander macht und dann an den Seiten jeweils 2. So nebeneinander, beziehungsweise so ein bisschen schräg dran, dann sitzen da 10 Leute dran und das verteilt sich dann hier so ein bisschen besser, weil vorher hatte ich dann halt sonst hier 4 Leute dran und dann halt einmal einer an der Seite für 10 Leute und da war es dann halt ein bisschen eng hier und das kann sich dann so ein bisschen besser um den Tisch verteilen jetzt mit diesen hier, dadurch, dass er diese Rundungen hat und man hier dann halt auch so seitlich dran sitzen kann.
Ja, sehr, sehr cool. Also 10 Leute an einem Esstisch haben, also die Optionen dafür haben, ist auf jeden Fall sehr gut. Schade, dass es gerade so ein bisschen bewölkt ist. Ich finde den super schön, wenn es hier so sonnig drin ist und wie warm das dann alles aussieht. Aber ja, wow, richtiger Hingucker. Liebe ich. Hier nochmal von dieser Ansicht. Wow, super schön einfach. Die Lampe übrigens, das habe ich ja schon mal erwähnt, ne, dass ich die austauschen möchte. Da ist die Lampe mittlerweile schon angekommen. Wir haben aber gerade keine Leiter und haben eine hohe Leiter bestellt, damit wir das dann austauschen können. Das dauert aber auch ewig lange und wahrscheinlich seht ihr das dann im nächsten Vlog. Aber ja, das ist so das Esszimmer-Update momentan. Ich habe auf Instagram so eine Marke gefunden, die heißt Mosquito, die so coole Ketten macht. Und da habe ich jetzt so 2 Teile bestellt. Also einmal diese schwarze Perlen, Kugel, was auch immer, Kette. Und dazu diesen Ring hier. Fand ich auch sehr cool. Und ja, ich probiere das jetzt mal eben an. Ja, ich finde es super cool. Gefällt mir. Ich habe jetzt nur so Gammelklamotten an, aber selbst dazu finde ich es cool. Bisschen schwer, aber nice. Und den Ring hier, der ist links ein bisschen locker. Schade, eigentlich wollte ich heute irgendwie den an der Hand tragen. Na, rechts. Kommt drauf an, ich glaube, so im Sommer, wenn man so ein bisschen angeschwollen ist, ist der perfekt. Aber so ist er mir so ein bisschen zu locker. Ja, oder am Mittelfinger ist, glaube ich, besser. So, ich wollte euch jetzt noch schnell mein Outfit zeigen. Ich habe heute ein bisschen was vor, immer hin und her zu einigen Terminen, unter anderem Zahnreinigung. Und ich will nachher eine Freundin bei einem Video helfen, also beim Videoschneiden. Deswegen habe ich meinen Laptop bei. Deswegen habe ich hier meine große Celine-Tasche mit. Ich finde die super cool, da passt immer so viel rein. Und ich liebe es einfach, wie sie aussieht. Ja, super cool. Also Celine-Tasche. Und dann haben wir hier meine neue Kette von Mosquito. Die macht einfach jedes Outfit gleich viel interessanter und cooler. Und dazu trage ich einen Tag davon, Anine Bing. Das liebe ich auch voll, weil das hat halt die perfekte Form irgendwie. Und dann ein Cardigan von Frankie Shop, was ich fast verkauft hätte, aber dann dachte ich, ah, ich glaube, ich behalte es doch lieber. Und die Hose kennt ihr auch, die ist von Philippa Carr, die Julie Trousers, die ich auch sehr, sehr gerne trage. Heute mal ohne Gürtel, es passt irgendwie besser. Und dazu Havaianas, damit es wirklich den ganzen Tag über bequem ist. Und ja, das ist mein Outfit. Ich wollte mal mit euch ein paar Beauty-Neuheiten teilen. Ich habe schon ewig nicht mehr über so Beauty-Produkte geredet. Früher, wo ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich ja öfter so die Monatsfavoriten und so und irgendwie mache ich das gar nicht mehr. Ihr könnt mir ja sagen, ob euch das irgendwie mehr interessieren würde, ob ich das irgendwie ein bisschen mehr wieder einführen sollte oder so. Würde mich mal echt interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Aber hier jetzt erstmal zu meiner neuen Körperpflege. Da habe ich jetzt dieses Trio hier bekommen von Necessaire. Diese Marke wollte ich schon ewig mal ausprobieren. Ich finde die sehr, sehr ansprechend, so vom Packaging allein schon. Da habe ich jetzt einmal hier dieses Body Serum. Wie der Name schon andeutet, das ist jetzt nicht irgendwie eine normale Körperlotion, sondern wie so ein Gel, so leicht transparent. Und lässt sich so super schnell verteilen und zieht auch super schnell ein. Also irgendwie, ich glaube, da ist viel Hyaluronsäure drin, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls fühlt sich das so an. Ah ja, Hyaluronic Acid. Ja, das bestätigt das auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut so als Basispflege irgendwie. Vor allem, wenn es halt ganz schnell gehen soll. Aber um es dann halt wirklich zu komplettieren, hat man dann halt hier die Bodylotion. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr reichhaltig und man muss die auf jeden Fall ein bisschen mehr verreiben, damit sie wirklich einzieht. Aber auch sehr, sehr schön, so richtig schön, ja, reichhaltig. Und dann haben wir hier dieses kleine luxuriöse Extra, würde ich es mal nennen, weil das ist ein Neck-Serum, also extra für den Hals- und Dekolletierbereich.
Und ja, man könnte natürlich alles mit der Bodylotion eincremen, aber ich würde mal sagen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie meinen ganzen Körper einzucremen und man lässt diesen Step weg, dann zumindest das hier für Dekolleté und Hals, weil das irgendwie schon irgendwie wichtig ist, dass man das zumindest pflegt. Und ja, also so ein bisschen luxuriös, würde ich sagen. Und hier jetzt noch zur Gesichtspflege, zumindest ein Teil von meiner aktuellen Gesichtspflege, zumindest die neuen Sachen. Da habe ich jetzt einmal dieses Augenserum von Drunk Elephant und ich glaube, das ist mein erstes Produkt von Drunk Elephant, was ich benutzte. Das ist irgendwie krass. Ja, Augenserum, ein ganz frisches, neues, damit ich da wieder ein bisschen konsequenter werde. Dann haben wir hier noch ein Serum von Klee. Das benutze ich irgendwie eigentlich als Tagespflege momentan, weil das ist schön leicht, aber pflegend genug. Und wenn ich dann halt noch Sonnenschutz auftrage aufs Gesicht, fände ich das too much, wenn die Tagespflege irgendwie noch mal ein bisschen fetter wäre. Deswegen ist das momentan ideal. Und das benutze ich in Kombination mit diesem Produkt hier von Typology, das ist ein Self-Tanner. Das heißt, ich mache hier einen Pumpstoß davon in die Hand und dann 3 bis 4 Tropfen davon dazu, mische das so ein bisschen und trage das dann auf. Und ja, damit versuche ich dann meine Sommerbräune ein bisschen länger zu behalten. Gerade im Gesicht wird man immer schneller so ein bisschen heller. Und ja, das sind so meine 3 Neuzugänge in der Gesichtspflege. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, ob ich irgendwie öfter irgendwelche Beauty-Produkte teilen sollte, wie ich das damals immer gemacht habe. Aber kann ja auch sein, dass ihr das voll langweilig findet. Also, let me know. So, ich bin heute Abend mit Erika zum Abendessen bzw. Drinks verabredet und dann wollte ich euch noch mein Outfit zeigen. Ich trage einmal diese weiße Hose von Totem, dazu Hawaiianas und dann ein Body, weil es ist super heiß heute. Ich wollte lange Hose und dann dachte ich mir, okay, kombiniere ich das mit rückenfrei. Das ist dann quasi dann mein Temperaturausgleich. Und dazu natürlich wieder die Moskitokette. Und falls wir draußen sitzen und es dann abends dann doch irgendwie kälter sein sollte, habe ich hier dann meine Jacke dabei. Das ist eine ganz alte Celine-Tasche, so ein alter Shopper. Und ich ziehe eben mit die Jacke an. Boah, das ist die geilste Jacke aller Zeiten. Ah! Das ist nämlich die Acne Studios Jacke, die ich eigentlich die ganze Zeit haben wollte, die aber überall ausverkauft war. Und dann habe ich sie über Sourcewear noch bekommen können aus Japan. Oh mein Gott, I love it. Ja, das ist meine Lederjacke für heute Abend. Und ja, dann gehen wir mal los. Ich habe 2 Sachen von der MVB und About You Kollektion bestellt und ich möchte die jetzt mal mit euch zusammen anprobieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal gucken. So, das ist das erste Teil. Es ist dieses Kaschmir-Seiden-Gemischkleid in Schwarz. Und es ist an mir natürlich super, super lang, aber man kann es gerade so mit flachen Schuhen anziehen. Und ich finde es irgendwie ganz schön. Also ich liebe eh diesen Schnitt hier vorne. Das mag ich ja auch bei Tops. Und dann ist es irgendwie ganz schön, dass es so ganz lang ist. Also, das macht es halt irgendwie ein bisschen eleganter, aber es ist trotzdem so super bequem, super lässig trotzdem. Also, man kann es gut up- und down-dressen, wie so ganz lässig mit Flipflops einfach. Oder man kann es halt so ein bisschen für den Abend machen, also stylen. Ja, ich bin irgendwie ganz angetan. Ich zeige euch aber noch die andere Farbe davon. So, hier nochmal kurz mit so kleinen Absatzsandalen. Das ist jetzt die Cremefarbe und ich habe das in einer Nummer größer, in der Hoffnung, dass das nicht ganz so eng anliegt. Aber es zeichnet sich halt trotzdem so ein bisschen was ab. Also man muss ein bisschen gucken, ob man irgendwie Aufkleber nimmt oder die Haare so ein bisschen davor macht.
Und dadurch, dass das eine nochmal größer ist, ist es natürlich auch noch ein bisschen länger. Also ja, es berührt schon manchmal den Boden. Man müsste so ein bisschen gucken, mit flachen Schuhen zumindest. Aber ja, irgendwie finde ich es ganz schön. Aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen komplizierter. Also man muss ein bisschen mehr aufpassen, habe ich das Gefühl. Ich ziehe es mal eben kurz mit hohen Schuhen an. So, jetzt mit den The Row-Sandalen. Also ist trotzdem bodenlang. Hat irgendwie was, aber einerseits macht es mich auch irgendwie unsicher, ob das so gut wäre. Aber es ist ein schönes Kleid. Was meint ihr denn? Also ich denke, dass ich das Schwarze auf jeden Fall behalte. Und hier bei dem muss ich irgendwie noch überlegen. Wie schön ist dieser Pullover? Also ich liebe einfach diese Farbe und dass es hier so zwei verschiedene Grüntöne sind. Mega cute. Das ist vom Museum of Peace and Quiet. Und das habe ich freundlicherweise von denen geschenkt bekommen. Das ist eine M, was perfekt ist als Pullover, so für meine Größe. Ich habe dazu auch die passende Jogger bekommen, auch in M, aber die ist mir halt viel, viel, viel zu groß. Es ist Man-Sizing. Aber dann habe ich es Johannes anprobieren lassen und oh mein Gott, es sah so gut aus. Also ich behalte dann den Pullover und er kriegt dann die Jogger und dann haben wir so ein bisschen Partnerlook. So, da gab es auf jeden Fall so ein paar Interior-Updates in diesem Monat. Also der neue Tisch ist angekommen, da so ein paar neue Stühle und wir sind aber noch längst nicht fertig. Also ich habe das ja, ich sage das immer wieder, dass es so ein paar Sachen gibt, die wir noch machen wollen. Und da wird es im nächsten Monat auf jeden Fall auch ein paar Updates geben. Und ja, schreibt ihr mir doch mal, was für Themen euch noch so ein bisschen interessieren könnten im nächsten Monat. Also was ich vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen genauer behandeln könnte. I don't know. Ich habe das Gefühl, im Sommer ist so ein bisschen, also ich habe so Angst, dass die Vlogs sonst irgendwie langweilig sind. Ich zeige halt voll oft Essen oder Interior-Sachen. Und mehr passiert dann halt eigentlich auch nichts. Also ja, wenn ich noch über irgendwas reden soll, dann schreibt ihr mir das einfach. Und ja, dann war es das auch von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!